Einen wunderschönen guten Tag, ihr wunderschönen Menschen da draußen. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Herzlich willkommen zu Domekeeper. Mal wieder so ein Rising Indie Perlenstar, den wir uns heute gemeinsam anschauen werden. Man sieht hier im Hauptmenü schon, das hat alles so ein bisschen die Ästhetik eines 80er Jahren Sci-Fi-Katastrophenfilms. Wir werden diese Kuppel hier verteidigen müssen. Ich teste heute übrigens eine neue Aufnahmetechnik, ja? Ich bin da mal ganz transparent. Guck mal, was ich hier alles veranstalten kann. Ich kann das ausblenden, ich kann das einblenden, ich kann hier... Wow, 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 Alter, wie viele von mir! Und ich kann die Cam halt auch schön live in der Aufnahme groß machen. Aber deswegen wundert euch nicht, wenn hier ich noch so ein bisschen begeistert bin, abseits vom Spiel. Es tut sich gerade wieder so die ein oder andere Sache. Ich versuche einen performanteren Workflow hinzubekommen. So, jetzt ist aber auch gut. Wir kümmern uns jetzt um Domekeeper. Wähle deine Ausrüstung. Kuppel, Laserkuppel, Wächter, Techniker, Werkzeug, Schild, Modus, Reliktjagd. Ist das der Standard-Modus? Ja, das ist auch der einzige, den ich aktuell auswählen kann. So, dann haben wir hier Kuppel, Laserkuppel, standardmäßige Minenkuppel mit einem Präzisionslaser und Wächter, Techniker. Wir können, glaube ich, noch gar nichts weiter auswählen. Ein gut ausgebildeter, effektiver Profi mit herausragenden Bergbaukenntnissen. Das hatte ich damals auch auf meinem Grundschulzeugnis stehen. Also als ich abgegangen bin, war das die mündliche Bewertung, die schriftliche Bewertung. Und hier haben wir noch einen wunderschönen Schild. Das ist mein Hauptgadget. Also später wird man dann auch nicht nur diese Kuppel haben können, sondern auch ein Abwehrspray oder eine Fruchtpflanze. Alright, das sieht doch alles ganz geil aus. Und wir spielen erstmal auf normal. Nicht auf schwer und brutal, sondern auf normal. Und jetzt stürzen wir erstmal ab. Ja, einen guten Samstagnachmittag, Alter. Ein Rosinenbrötchen mit Leberwurst. So. Hallo! Oh, das ist aber mal professionell gelandet. War da nicht gerade noch irgendjemand? Kann sein, ne? Was geht's los? Oh, ich kann mich mit VRSD bewegen. Es zoomt ja auch sehr dynamisch rein. Hallo! Erstmal runter. Oh, und ich ganz automatisch, ich muss gar nichts drücken oder machen, bewege ich mich hier mit dem Bohrer hinein. Geht das auch noch rechts? Ja, geht's. Oh, guck mal, ich habe direkt was gefunden. Was ist es, Gold? Drücke Leertaste oder was ist das? Was ist damit gemeint? Was soll ich drücken? Auswählen, benutzen, aufheben, Space. Doch, Space, ja klar. War schon Space damit gemeint. Ich muss mir das so anketten und dann kann ich das so hochziehen. Und dann wird das verwertet. Okay. Ich finde ja die farbliche Ästhetik von dem Game wirklich sofort sehr, sehr cool. Also dieser leicht ins Gülden gehende Ockerton gepaart mit diesen verschiedenen Violett, Purpur, Lila Tönen. Das ist schon geil. Es wird aber, glaube ich, nicht durchgehend so relaxed bleiben, wie es gerade ist. Also, man wird hier zum Teil ein bisschen entspannte Abbaugefühle bekommen können. Ich glaube, das kriege ich doch. Ich krieg's klein. Es ging so ewig. Ich dachte, ich hätte fast aufgehört. Ich war kurz davor aufzuhören. Grinder, auch mit dir. Und das wird hier in so einen Grinder reingepackt. Ich bohre mal noch so ein bisschen weiter tiefer. Das Tutorial war bisher aber so ein bisschen zaghaft, finde ich. Also es hat sich nur gemeldet, wenn ich schon Sachen erledigt habe. Es ist wohl ein Spiel für die Gamers. Oh, die Kuppel wird angegriffen. So, bewege dich und drücke E, um sie zu betreten. Drücke A, um den Kampfmodus zu aktivieren. Okay. Feuer ich denn? Ah ne, jetzt feuer ich. Okay, das lief nicht so gut, weil ich dachte, ich könnte auch mit W feuern. Ich bin die ganze Zeit auf WASD, aber man sollte auf die... Ja, ne? Halt auf die... Pfeiltasten gehen. Kann ich hier denn schon irgendwas machen? Feindanzeige. Zeigt die Zeit bis zur nächsten Angriffswelle feindseliger Lebensform. Kann ich das schon kaufen? Ja, das sind die Sachen, die ich gekauft habe. Strukturelle integrierte Anzeigen finde ich auch gut. Was haben wir denn hier noch? Repariere den Schaden an deiner Kuppel mit Kobalt. Ja, rein da. Sofort. Die ist ja schon leicht broke.
Die Kuppel. Nahkampf-Schadensreduktion kann ich noch nicht kaufen. Ein Zähler, der zeigt, wie viele Angriffswellen du überlebt hast. Struktur plus 300 kann ich mir noch nicht kaufen. Anzahl gelangter Ressourcen kann ich mir kaufen. Okay, ich habe schon die Upgrades gefunden. Und jetzt drücke ich mal auf Verlassen. Wurde das jetzt schon repariert? Ich glaube schon. Ich glaube, ich habe sofort repariert. Das ist doch mal wieder... Hier wächst ein bisschen was. Das ist mal wieder ein wirklich sehr intelligenter Move von mir gewesen. Na, das waren aber irgendwelche Kreaturen der Nacht. Was haben wir denn da krasses? Das sieht ja so ein bisschen aus wie irgendwelche mechanischen Strukturen, die ich da freilege. Wow! Was ist es? Oh Gott, so komme ich nicht nach oben. Kann ich wieder loslassen? Hallo? Mit Q kann ich einzelne Sachen loslassen. Ich kann nicht unendlich Dinge mit nach oben nehmen. Das geht viel zu langsam. Ich lasse mal noch mehr los. Viel zu langsam geht das. Oi, weil das so ein riesen Oschi ist. Ja, der Counter ist schon wieder an. Okay, erstmal kann ich ein Gadget wählen. Robert! Oh, es gibt ein Dino namens Borbert. Du nimmst eine liebenswerte Kreatur bei dir auf, die für ihr Leben gerne gräbt. Bringst sie in die Mine und platzierst sie dort, wo sie für dich graben soll. Borbert! Hab ein Auge auf sie, um sie aufzuwecken, wenn sie mal wieder beim Grafen... Ja, man kennt ihn. Ja, Graf Montgomery hier. Boah, geil. Also das war nicht dieses Gadget gerade gefunden. Hab natürlich nämlich Borbert. Wir werden halt nicht viel Zeit haben, uns den anzugucken. Ich muss hier nämlich sofort... Wie komme ich denn da nochmal rein? Okay, und jetzt ab in den Kampf. So, auch hier auf dich drauf. Es wäre natürlich geiler, wenn ich früher gestartet wäre. Okay, alles klar. Kann ich schon Sachen wieder verbessern? Die Kuppel reparieren zum Beispiel. Nee, unten habe ich, glaube ich, noch sowas. Okay, erstmal wieder raus. Ich finde es ein bisschen irritierend, dass ich hier so vom WASD rumwechseln muss. Wo ist denn Borbert? Im Tank. Oh, Borbert, Alter, ich werde ihn ja sowas von... Hier, grab du doch mal hier rum irgendwie. Wir teilen uns mal so ein bisschen die Arbeit. So, Borbert, jetzt lasse ich wieder... Oh Gott, das ist ja wahnsinnig süß. Ja gut, Borbert, dann mach hier halt... Das ist ja so geil. Das ist ja wirklich... Das ist fantastisch. Borbert, ey. Oh, ist er runtergefallen. Borbert gräbt erstmal nach links. So, das brauchen wir jetzt hier mal schleunigst für ein paar Upgrades. Und unten links habe ich ja diese Leiste, ne? Ihr... Komm, so viel kann ich nicht mitnehmen. Ihr seht das ja, unten links, wenn das voll ist, dann muss ich mal wieder oben sein. Also ich muss immer die Zeit abpassen zwischen der Ressourcenbeschaffung und dass ich hier oben bin, um meine ganze Butze zu verteidigen. Ich gucke jetzt nochmal, ob sich nochmal ein paar coole Verbesserungen machen lassen. Läuft währenddessen eigentlich die Zeit auch ab? Oder ist hier pausiert? Sieht erstmal pausiert aus, ne? Ich kann auch mich upgraden. Ich kann meinen Laser upgraden. Laservisier, eine Zielhilfe. Laser bewegt sich schneller. Energie. Wie viel habe ich denn? Ich habe nur 4 im Inventar. Das ist jetzt nicht so viel. Kuppel upgraden wäre natürlich auch ganz geil. Was kann ich denn hier mitmachen? Schildstärke. Haben wir den Schild überhaupt bisher gebraucht? Die sind ja bisher nur im Nahkampf ran, aber das kommt bestimmt noch. Schildstärke maximieren. Elektroschock. Eine aktive Kampffähigkeit, die für kurze Zeit einen tödlichen Bereich rund um die Kuppel erzeugt. Ich kaufe das. Kann ich das nicht? Ja, kann ich. Okay. Elektroschocks. Wenn mehr Leute rankommen. Da sind wir schon mal ein bisschen aktiver mit drin. So. Dass man hier nicht schießen kann mit... Sondern man muss hier auf die... Ich kann es bewegen. Weiterhin mit WASD. Aber mehr leider auch nicht. Bringt das was auf den Kopf zu zielen? Oh Gott, bewegt sich der Laser langsam. Oh Gott. Elektroschock. Der tötet leider nicht direkt. Das hätte ich erst machen sollen, wenn beide dran sind. Jetzt geht er mir an die Seite ran. Wir brauchen wirklich einen stärkeren Laser. Aber ich habe jetzt auch bemerkt, dass vielleicht es auch nicht so schlecht wäre, einen Robert.
nicht zwingend einen stärkeren Laser direkt zu nehmen, sondern dass es schon sehr wichtig ist, einen sich schneller bewegenden Laser zu haben. Weil so schwach ist er noch gar nicht, aber es wäre schon ein bisschen praktischer, wenn der schnell moven würde. Kuppel ist jetzt ein bisschen angegriffen. Wir gucken mal, ob wir das vielleicht gleich irgendwie reparieren können. Das Geile ist halt, dass Bobert echt einen mega Job macht. So, also hier gibt es erstmal nochmal ordentlich Ressourcen oben drauf. Das ist eine sehr coole Mechanik, dass man sich langsamer bewegt. Weil ich denke mir jetzt, ja, soll ich was zurücklassen, aber so bei 4, da hat man schon noch so die Überlegung, komm, das kann ich jetzt auch kurz in einem Rutsch machen. Vor allem muss ich gleich eh wieder oben bleiben, weil die nächste Welle kommt. Die kommen auch wirklich schnell, also man muss schon viel hin und her gehen. Gut, dass man entspannt in die Upgrades reingehen kann. So, verbessere ich vielleicht noch kurz vorher was. Ich könnte nochmal kurz die Kuppel reparieren, aber das mache ich vielleicht erst gleich, wenn ich weiß, wie viel Schaden die Kuppel übrig hat. Bohrstärke. Ich mache die Maximalgeschwindigkeit hier, dass ich mich mal schneller bewege. Oder doch die Laserbewegung. Da brauchen wir 6 für. Das werde ich gleich bekommen. Erstmal meine eigene Maximalgeschwindigkeit gleich fürs weitere Bohren. Ab nach oben. So. Schließen und dann geht's hier gleich in den Kampf. Oh, jetzt kommst du von oben oder was? Das wirkte gerade so, als geht die Kamera mehr nach oben. Ja, guck, ich dachte mir das doch. Das war schon mal sehr gut. An mit dem Laser. Ja, komm. Elektroschock noch raus. Der zervögelt die Gegner fast komplett, der Elektroschock. Ich repariere erstmal noch gar nichts. Meine Kuppel bleibt eigentlich ganz schön gut intakt. So, ich bin jetzt ein bisschen schneller. Ich bin ein bisschen schneller unterwegs. Ich kann mal gucken, ob Bobert da drüben wieder ein bisschen was Cooles gefunden hat. Vielleicht schicke ich den mal bald eher. Oh, Bobert ist eigentlich so. Bobert! Du bist so ein cuter Dude. Ich liebe Bobert. So, ich lasse... Wie er runterfällt auch. Bobert, mach mal hier nach rechts, bitte. Ist zwar nicht ganz so effektiv, aber mach mal den Gang einfach so ein bisschen größer. Ich will nicht, dass du so weit weg von mir unterwegs bist. Stärkt ja auch so ein bisschen die Bewegung. Ja, ich sollte hier nicht das so machen, dass ich gleich weiter nach oben transportieren muss. Irgendwann wird man halt... Ja, guck mal, jetzt habe ich es nämlich fast gehabt. Irgendwann achtet man zu sehr darauf. Ja, komm, will ich noch mitnehmen. Was mache ich hier gerade unten in der Mine und kommt dann vielleicht nicht mehr schnell genug nach oben und dann ist die Kuppel kaputt und dann kommen die Viecher bestimmt hier rein und jagen dich und bringen dich um. Kann mir schon vorstellen, dass da schnell Schluss ist. So. Hier wieder von oben der Kollege. Noch einer von oben. Oh, jetzt feuern sie aber schnell los. Alter. Ist mir immer noch nicht genügend, um hier zu reparieren. So ein paar Risse in der Butze, ich bitte euch. So, ich gehe hier mal weiter runter. Wobei bestimmt auch, wir haben hier so eine riesen Lücke, hier ist doch bestimmt mehr in der Ecke. Wir brauchen ja eigentlich noch viele Standardressourcen. Oh, Bobert. Wie Bobert da immer runterfällt. Oh, hier ist richtig ordentlich was. Oh, ist hier ordentlich was. Aber sowas von. Wir werden halt bei weitem nicht alles mitnehmen können, weil ich muss gleich schon wieder nach oben. Ah, eins weniger bitte. Eins weniger, habe ich gesagt. 4 Stück können wir mitnehmen. Das da unten wäre dann gleich eine zweite Lieferung. Könnte man jetzt natürlich noch kurz wagen, ne? Aber wir sind schon sehr langsam. Ich meine, man muss natürlich auch trotzdem schauen, dass man halt Risiken eingeht und schnell genug an die Kuppel rangeht, weil irgendwann, wenn ich die ganze Zeit warte und nicht genügend Ressourcen dazu bringe, dann werden die Gegner, die werden natürlich auch die ganze Zeit stärker und das könnte dann auch ein Problem werden. So. Jetzt ist die Frage, die Struktur gerade zu verstärken, das wäre mein erster Impuls gewesen, ist aber jetzt, glaube ich, nicht so sinnvoll. Ja. Ich glaube, ich muss eher gucken, dass ich mich vielleicht mehr belasten kann, Überlastung. Ich mache jetzt mal die Laserbewegung, weil die Laserbewegung, die sorgt für mehr Geschwindigkeit. Ich habe das Upgrade perfekt erklärt. Okay, Laserbewegung. Machen wir noch irgendwas weiteres? Nee, wir brauchen erstmal noch mehr von den Standardressourcen. Da können wir gar nicht groß irgendwas weiteres ranbauen hier. Maximal noch die Nahkampf-Schadensreduktion. Ja, okay, aber warum eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht? Komm, nehmen wir die noch kurz mit. So, kommt ran. Guck mal, wie der Laser hier durch die Gegend flutscht.
Ein wirklich schneller Laser. Warum bin ich hier überhaupt gelandet, ist die Frage. Ist ja wohl wirklich ein komplett feindlicher Planet. Der so gar keinen Bock auf mich hat. Alter, jetzt wird's unangenehm hier, habe ich das Gefühl. Man hat hier aber, das ist geil, diese Mischung da nochmal aus aktivem Gameplay mit drin. So, das konnte gar nicht feuern und schleunigst wieder raus. Kuppel sieht noch in Ordnung aus. Vielleicht hat Borbert ja irgendwie ein paar schöne Sachen aufgegraben. Erstmal bringe ich die hier mit nach oben. Und dann ist die Zeit ja schon fast wieder rum. Man hat wirklich fast gar nicht so viel Zeit, wie man sich wünschen würde. Ab nach oben mit dir. Vier Stück sind das wieder. Ich gehe gleich wieder runter. Sofort. Und schau mir an. Borbert. Aber ist wahrscheinlich eingeschlafen. Ich schmeiß ihn wieder an. Borbert, aufwachen bitte. Ich brauche deine Unterstützung. Das können wir alles nicht mitnehmen. Eins runter bitte. Aber nochmal vier. Das heißt, jetzt habe ich hier insgesamt 8 Ressourcen in einem Rutsch gemacht. Borbert war das Upgrade des Jahres. Borbert ist der Bohrer, den jede Baustelle gebrauchen könnte. Der Bohrmeister, muss man ja sagen, ja? Ist ein Lebewesen, okay? Es ist Borbert. Borbert! Vorarbeiter Borbert. So, wir haben 8 Stück. Das ist saugeil. Damit können wir richtig viel machen. Ich könnte jetzt eine Zielhilfe hinzufügen, aber Zielen läuft eigentlich ganz gut. Ich verstärke die Energie. Schaden 25, Betäubung plus 0,15 und Geschwindigkeit beim Schießen 35%. Let's fucking go! Die werden jetzt so weggebrezelt hier. Kommt doch gleich wieder oben einer um die Ecke. Wo kommt er ran? Nee, da links. Ich sehe es doch, ich sehe es doch. Boah, sind noch mehrere, sind kleine. Das wird auf alle Fälle Nahkampfschaden machen. Was sind das für kleine Scheiße? Vielleicht wäre jetzt doch die Zielhilfe ganz anständig gewesen. Guck mal, wie schnell ich die jetzt platt mache. Der ist fast dran. Aber noch bevor er den Schlag machen konnte, hat sie ihn zertrödelt. Sehr gute Upgrades. Sehr gute Upgrade-Wahl bisher. Und dass Borbert hier zwischendrin die ganze Arbeit macht und ich einfach nur noch runterflattern muss und mir das Zeug hier mitnehmen. Oh, oh. Er macht auch Geräusche. Oh, Borbert. Borbert ist schon wieder eingeschlafen. Warum das denn? Borbert, wach auf jetzt. Wieso hat Borbert keine Lust mehr? Scheint nicht sein Gebiet zu sein oder so. Ich weiß es nicht. Irgendwas ist mit Borbert los. Vielleicht hat er sich einfach überarbeitet. Muss ich mir gleich nochmal anschauen. So, ich kann, glaube ich, einen kleinen Trip kann ich noch machen. Aber ich werde mal hier oben kurz ein bisschen rumgraben. Wobei, komm, ich muss kurz Borbert wieder anschmeißen. Der bot ja auch rum, während ich da irgendwie am Verteidigen bin. Das ist schon... Borbert, was machst du denn? Ich sag ihm mal, er soll sich umdrehen. Vielleicht geht's ihm dann besser. Irgendwie, vielleicht will er nicht so weit weg von der Basis. Ich weiß es nicht. Okay, können wir nochmal irgendwas verbessern? Wir haben jetzt natürlich hier nicht so gut was gemacht. Ich installiere mal den Wellenzähler. Da können wir nämlich sehen, dass wir schon 8 Wellen überstanden haben. Einfach auch so ein bisschen flexen zu können, wie unfassbar gut allein mein erster Run schon ist. Ne? Hier sind wir natürlich dann auch bei Roguelike-Elementen. Ich denke mal, jeder Run geht komplett von neuem los, ohne dass man irgendwas mitnehmen können wird. Ab in den Kampf! Laser ist geupgradet. Klar, die Kurbel hat den ein oder anderen Kratzer abbekommen, aber das kann schon mal passieren. Bewege ich mich eigentlich langsamer, wenn ich am Schießen bin? Ich glaube schon. Ich glaube, ich sollte immer aufhören zu schießen. Ja, auf alle Fälle. Ich sollte aufhören zu schießen, wenn ich mich bewegen will. Das ist schon mal eine wichtige Information. So, ist Borbert denn wieder dran oder hat Borbert immer noch keinen Bock aufs Leben? Ah nee, Borbert ist, es ist wieder Verlass auf den Jungen. Ich sollte mir erstmal weiter hier oben alles angucken, ob da noch Sachen drin sind. Weil der Weg ist sonst zu weit. Wäre auch besser, wenn Borbert oben mitarbeiten könnte. Kann er ja auch, ich kann ihn ja einfach anders positionieren, ne? Ja, aber ich kann ja eigentlich oben machen und Borbert macht so ein bisschen unten. Dann haben wir da schon gleich Sachen freigeschaltet. Warum eigentlich nicht
kann ja immer nach Bobert gucken. Aber natürlich ist, wenn ich hier oben Ressourcen finde, der... Hier kann ich nicht weitermachen. Der Weg kürzer. Aber hier oben scheint auch nicht so viel zu sein. Ich habe das Gefühl, Bobert ist wieder eingeschlafen. Bobert. Boah, wie lange ich hierfür auch brauche. Ja, allein deswegen ist es sinnvoll, Bobert da machen zu lassen. Weil Bobert, glaube ich, die dicken Dinger ein bisschen besser hinkriegt. Das wird jetzt aber hier knapp. Hallo, ich bin da. Pünktlich wie eh und je. Ich bin pünktlich. Elektroschock noch gleichzeitig angeschmissen. Das Gute ist, der betäubt auch. Na komm. Komm raus jetzt hier. Amateur of the Batman hier. Ich muss mich jetzt dringend wieder um Ressourcen kümmern, ne? Ich habe wirklich kein gutes Ressourcenniveau. Bobert is awake again. Wo findet man irgendwie auch so schlecht was? Ich glaube, da drüben waren ja zumindest noch reguläre, ne? Hier, da. Kann ich mal mitnehmen. Vielleicht ist das ja auch eine kleine Ader. Nee, sieht nicht so aus. Aber dann nehme ich die drei zumindest mal mit. Ich brauche mal wieder ein bisschen was. Das lief nicht so gut. In den letzten zwei Ründchen, was die Ressourcenbeschaffung angeht. Mein Bruttoinlandsprodukt schwächelt. Aber die Runden scheinen so in etwa eine Länge beizubehalten. Ist hier vielleicht noch irgendwas drin? Irgendwas... Ja, guck mal. Das ist jetzt natürlich ein schöner Fund. Oh, das ist ein richtig guter Fund. Weil ich kann ja noch was mitnehmen ohne Probleme. Also nicht alle, aber vier Stück. Deswegen, man darf nicht nur immer weiter runtergehen. Dazu tendiert man ja mal in solchen Spielen. Immer tiefer und tiefer und tiefer und tiefer und tiefer. Wie eine der Protagonistinnen bei Final Fantasy VII. Gott, was für ein Nerd-Joke. Aber das ist gar nicht so sinnvoll. Nein, man muss auch mal noch in die Nähe hineinschauen. So, was machen wir denn hier? Reparieren ist immer noch whack, Alter. Niemand muss reparieren. Wir können immer noch den Nahkampfschaden, den können wir richtig wegreduzieren, wenn wir hier irgendwann mal mehr von diesen Dreiecken finden. Die gesamte Struktur könnte ich jetzt auch upgraden. Eigentlich meine Maximalgeschwindigkeit. Maximalgeschwindigkeit weiter hoch. Ich muss mich schneller bewegen können. Und als nächstes dann die Überlastung und den Bohrer mal. So, jetzt aber erstmal wieder in den Kampf rein. Weil die Kuppel läuft. Ich selbst könnte noch ein paar Sit-Ups mehr vertragen. Ne? So, tschüssi. Das gibt gleich einen Hit von oben, aber wir haben auch einiges von unten. Den Dude mache ich gleich mit dem Elektroschock. Elektroschock ist raus. Oh, jetzt kriegen wir schon ein bisschen Damage rein hier. Ey, der Elektroschock hat den Dude aber komplett platt gemacht, ne? So, verlassen. Wie sieht es denn aus, wenn ich jetzt hier reparieren will? Ja, da sind wir jetzt schon fast drunter. Ich muss, so violette Sachen sollte ich schon mal finden. Aber ich bewege mich ja jetzt auch schneller. Das nehme ich erstmal nicht mit. Ist hier noch irgendwas Brauchbares drin? Vielleicht hat ja mein guter Freund etwas gefunden. Ja, blau, aber wir bräuchten halt eher violett. Das ist jetzt etwas unpraktisch. Ich fühle mich etwas unwohl damit, dass die Kuppel wirklich doch schon ordentlich einen Schaden intus hat. Und diese violetten Sachen, glaube ich, nicht so einfach zu finden sind. Ich sag dazu mal gar nichts. Also wir können auf alle Fälle schön die Kuppel gleich reparieren. Und das ist natürlich eine gute Nummer, ne? Dann ist sie fast wieder komplett voll. Dann in der nächsten Runde wieder auf reguläre Ressourcen drauf. Und vielleicht nochmal so ein bisschen die Gesamtstärke verändern. Lass mal hier reinschauen. Also jetzt einmal hier schön was reparieren. Zack, das sieht ganz gut aus. Und wir haben halt so viele von diesen blauen. Aber die blauen, die werden meistens nur in Kombination mit den Ockervierecken genutzt. Ah, ich kann aber auch meinen Bobert upgraden.
Leckerlis wachsen beim Nest unter der Kuppel. Bring sie zu Borbert, denn er wird sie dankbar vertilgen, um Kraft zu tanken. Da macht er ein Schnellbohren. Borbert kann jetzt viel länger graben, bis er müde wird. Ich will ihm eigentlich erstmal Leckerlis geben können. Ich gehe ja immer runter zu ihm. Mach mal das Leckerlis-Upgrade und verteidige kurz die Kuppel. Und dann gib mir dem gleich ein bisschen feines Happy Happy. Das hat er sich verdient, der Borbert. Oh ja, kommen wieder ordentlich kleine Viecher. Die kriegt man auch ganz gut weggebrezelt. Ah, das hätte ich verhindern können. Wenn man früh genug trifft, dann können die natürlich nicht mal Schaden ausgeben. Und das ist schon ganz geil. So. F. So, ist damit blockiert. Ja, nur ein Flieger hat uns ein bisschen auf den Sack gegeben. Aber ich habe noch genügend an der Kuppel da. Wo sind denn die Leckerlis unter der Kuppel? Weiß es gar nicht, wo die jetzt hier genau wachsen sollen. Robert, ich würde dir ja gerne was mitbringen, aber ich habe jetzt noch nicht zu 100% entdeckt, wo die Leckerlis sind. Vielleicht braucht das noch einen Zyklus. Ich mache hier mal so lange ein bisschen frei. Ist ein bisschen sinnlos, weil hier keine geilen Sachen drin sind. Da sollte ich vielleicht eher wieder in die Richtung gehen, wo ich mir hier vorher ein bisschen was abgezogen habe. Komm, gib mir doch jetzt mal wieder... Gib mir mal wieder was. Mach doch nicht diesen. So, hier. Geil. Nicht viel. Nur zwei, aber naja, immerhin etwas, ne? Wollen wir den dritten noch mitnehmen? Ja, komm, das machen wir noch kurz. Das machen wir noch kurz. Komm ran. Ja, geil. Geilo und Rhino. Oh, wundervoll. Aber den Kampf. So kommt her, ihr kleinen Widerlichen. Ihr wollt an mich und meinen Borbert ran? Das Einzige, was an euch rankommt, ist meine Laser. Oh Gott. Oh, was für ein Dauerfeuer. Was soll das denn? Schämt ihr euch nicht? Ich bin zu langsam. Laser muss wieder schneller werden. Es ist nicht die Stärke. Wenn mein Laser schneller wäre, dann wäre noch mehr zu holen. Ich habe keine Ahnung, wo ihr die ganzen... Da sind Snacks oder was? Ist das jetzt hier ein Snack? Oh, das ist ein Snack, Alter. Borbert! Borbert! Ich bring dir einen leckeren Snackerino. Guck mal hier. Du sollst den Snack essen. Hat er ihn gegessen? Ich glaube schon, ne? Er wirkt so ein bisschen noch schneller unterwegs. Borbert ist halt echt ein starker Engel. Ich hätte jetzt gerne mal wieder ganz normale Ressourcenliebesspiel. Das fände ich irgendwie, das wäre schon geil. Aber ich glaube, hier direkt unten drunter ist fast alles abgegrast. Ich kann nur hoffen, dass Borbert in der nächsten Runde mir vielleicht was gibt. Ich denke mal, das wird auch immer so zufällig berechnet sein. Also habe ich mich jetzt informiert, aber es gibt keinen Grund, warum es das nicht sein sollte. So, komm. Und da rechts die Kleinen. Ich glaube, wenn man die Kleinen rankommen lässt, dann könnte das ganz schön unangenehm werden. So ein bisschen... Zergling-mäßig, ja, wie bei StarCraft. Könnt ihr mir vorstellen. Okay, ich mache die gleich mit dem Elektrofeld. Weil die da oben machen gleich Damage. So, Elektrofeld macht sie platt. Und die sind direkt reingesprungen, oder was? Es wirkte so, als sind die einfach reingesprungen und haben mich besucht. Oh, ich habe vergessen, Borbert ein Leckerli mitzubringen. Borbert, wie läuft's denn bei dir? Hey, ich schlafe noch auf dem Arbeitsplatz. Ach, deswegen schläft er auch wieder ein, weil dann da komplett der Rand erreicht ist. Warte, ich schieb ihn mal irgendwo anders hin. Ich glaube, wir haben mal mehr davon, wenn... Mineralbaumsamen. Er kann zu einem Baum wachsen, der auf Felsen wurzelt. Lass den Samen auf einen Fels fallen, um ihn... Okay. So, ich wollte Borbert da mal... Was heißt denn fallen? So? Pflanzt er sich jetzt ein? Irgendwie ja nicht so. Braucht er mehr Platz? Hier so zum Beispiel? Oder muss ich dazu raus? Kann ich raus? Überhaupt? Guck, das mal nicht so.
Was heißt denn hier auf einen Fels fallen lassen? Auf einen Fels ist doch zum Beispiel hier, so. Dann soll er da noch jetzt wachsen. Ja, oh, er wächst. Okay, so, super, super, toll. Wächst, wächst, hallo. Alter, was ist bei euch los? Wie schnell fangt ihr denn heute an? Das haben wir noch gar nicht ausgemacht. Das haben wir gar nicht ausgemacht, dass er so schnell anfängt. Warum ist denn er so strong? Ich habe doch hier schon den Elektroschock, dachte ich, angeschmissen. Okay, wir müssen dringend, jetzt wird's problematisch. Die Kuppel sieht wirklich nicht gut aus. Da wäre was reparieren schon ganz sinnvoll. Reguläre Ressourcen wären auch ganz sinnvoll. Bobert ist schon wieder verwirrt. Bobert, ich mach dir hier mal, guck mal hier, ich mach mal so. Ich habe auch wieder Bobert nichts mitgebracht. Alles unpraktisch hier. So, Bobert, rein da. Rein da bitte, Bobert, und leg los. In die Richtung? Ja, super. Super, Bobert. Bobert, wir brauchen jetzt ganz dringend Ressourcen. Aber so ganz dringend. Ich lasse euch aber gleich hier mit sowas von einem Cliffhanger zurück. Ob das noch gut geht mit mir und meiner Kuppel. Problem ist halt echt der Ressourcenmangel. Und ich glaube, um effektiv tiefer zu gehen, bräuchte ich halt mal einen Upgrade für meinen Bohrer. Weil guckt euch mal an, wie lang das geht. Das hätte ich vielleicht doch mal früher machen sollen. Ja, das sieht richtig bitter aus. Das sieht richtig bitter aus. Und da ist schon wieder die nächste Welle am Start. Also ich meine, ich könnte hier noch Sachen upgraden, aber halt hauptsächlich für, naja, doch hier für die Kuppel noch so ein bisschen, ne? Die Schildstärke könnte ich maximieren. Ist vielleicht mal gar keine so schlechte Idee. Ich schmeiß das mal rein hier. Hier, das ist mein Schild hier. Das geht ja wahrscheinlich kaputt, bevor auf die Kuppel drauf gefeuert wird. Ich meine, so wie die da gerade aussieht. Wirklich so, als wäre das Senfglas nicht nur einmal, sondern zweimal auf den Boden gefallen. Gott, ich bin so schlecht im Zielen gerade. Das sind so viele. Komm ran, komm ran, komm, 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 komm. Oh Gott, wir bewegen uns viel zu langsam. Hör auf jetzt! Ich sag's, wie es ist. Also, wir könnten so ein kleines, feines Reparaturressourcchen schon gut gebrauchen. Aber das würde ich natürlich direkt finden. Also ohne Probleme. Ja, das würde ich sofort, würde ich das finden, wenn ich jetzt nochmal nach unten gehen würde. Da habe ich gar keinen Zweifel dran. Also als ob der Run da dann jetzt direkt zu Ende wäre. Sehr, sehr vielversprechendes Ding. Absolut sofort catchendes Spielprinzip. Ich hätte jetzt auch ohne Probleme noch eine halbe Stunde weitermachen können. Also wenn das Spiel mir das dementsprechend erlaubt hätte. Aber das ist wirklich sehr, sehr nice. Also, die Grafik catcht, obwohl sie simpel ist, aber sie hat wirklich eine schöne Einfärbung mit drin. Es ist einfach süchtig machend. Und da werden ja noch andere Gegner kommen, stärkere Wellen. Also man hat so Tower Defense mäßig was, gibt bestimmt ja auch später ein paar automatische Waffen, aber man spielt es aktiv, man sammelt Sachen ein, man geht in eine Mine runter. Man hat einen Dino, der für einen bohrt. Allein das ist doch schon großartig. Und man wird bestimmt von Run zu Run natürlich irgendwann mal verkacken, aber halt im besten Fall irgendwie immer später und kann immer mehr gucken, welche Upgrades mache ich wann und sich dabei zuschauen, wie man langsam besser wird. Also das bekommt vom ersten Eindruck her erstmal einen Daumen nach oben. Ja, vielen lieben Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, alles hat mit der coolen neuen Aufnahmetechnik hier funktioniert und sieht Gucci aus. Das würde mich jedenfalls freuen. Ebenso würde es mich freuen, wenn ihr eine wundervolle Bewertung und einen Kommentar da lassen könntet, falls euch das Video gefallen hat. Und wenn ihr den Kanal noch nicht kennt, dann lasst gerne ein Abonnement inklusive Glocke da. Schau, Schöne und Reihauen!